Ja, hallo und schönen guten Abend. Heute ist der 30. Juni 2020. Wir sind mittlerweile mehr als 3 Monate nach Einführung der Corona-Maßnahmen, die immer noch bestehen und immer noch kommen neue hinzu und neue Regeln hinzu. Und ja, ich will mal sehen, was ich heute dazu erklären kann. Ich hoffe, dass das heute alles technisch ein bisschen besser klappt. Ja, ich bin immer noch hier in einem Tagungshotel in Sachsen-Anhalt. Hallo Cornelia, hallo Lilia, hallo Conny, hallo Melli aus Bremen. Ja, heute aus Sachsen-Anhalt. Grüße nach Bremen. Hallo Lilia, hallo Tobias, hallo Kim. Ja, viele Leute kommen. Ich habe ein paar Themen vorbereitet, zu denen ich was sagen will. Hallo Wolfgang, hallo Nicole, hallo Susanne, auch schönen guten Abend nach Berlin. Hallo Heidrun. Ja, der Tobias grüßt aus der Pfalz. Hallo in die Pfalz. Da bin ich am Freitag in der Pfalz in Landau für 2 Tage. Ja, genau. Hier wird auch gerade nach der Schweinegrippe aus China gefragt. Da werde ich vielleicht was zu sagen bei dem einen Thema, was ich hier habe. Gut, ich fange einfach mal an, was ich hier für Themen habe. Thema Nummer 1, Schulunterricht ohne Mindestabstand. Da hat das Oberverwaltungsgericht Magdeburg eine Klage gehabt. In der Klage ging es wahrscheinlich darum, dass die Regelung des Paragraphen 15 der 6. Verordnung, wie auch immer das da ist, dann in Sachsen-Anhalt außer Kraft gesetzt werden sollte, wonach bei allgemeinbildenden Schulen die Regelung von der Einhaltung des allgemein geltenden Mindestabstands von 1,50 Meter abgewichen werden kann. Das heißt also, Sachsen-Anhalt hat es den Schulen ermöglicht, von dem Regelabstand oder Mindestabstand von 1,50 Meter abzuweichen. Das heißt, die Schüler müssen diesen Mindestabstand nicht mehr einhalten. Das ist insofern spannend, weil ja, wenn wir uns die Geschichte mit den Masken mal angucken, immer wieder argumentiert wird, dass die Masken ja insbesondere da erforderlich sind, wo ein Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann. Und relativ viele Wissenschaftler sagen ja, die Problematik oder eine Übertragungswahrscheinlichkeit ist eher da gegeben, wo ein Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Und weniger die Masken können diese Übertragung aufhalten. Also zum einen, weil ja die Luft nach außen entweicht, zum anderen, weil es ja jetzt auch mittlerweile Hustentests gibt, die sagen, dass selbst beim Tragen einer Baumwollmaske oder dieser chirurgischen Masken ausreichend Flüssigkeit entweichen kann, sodass darüber auch eine Ansteckung möglich ist. Das heißt also, die Masken gibt es immer mehr Informationen, bringen dem Grunde nach gar nichts. Wenn also tatsächlich eine Infektionskrankheit da ist, dann nützen die Masken zum Schutz überhaupt nichts. Sondern wenn überhaupt etwas zum Schutz nützt, und das ist eigentlich, soweit ich das ersehen kann, Stand der Wissenschaft, ist, dass die Einhaltung eines Mindestabstands, weil man halt nur eine bestimmte Menge hustet oder eine bestimmte Entfernung hustet, und die Aerosole sich wohl auch nicht so lange in der Luft hält. Aber der Mindestabstand, also das Abstandhalten bei einer Erkältung oder bei einer Atemwegserkrankung, ist offensichtlich sicherer, jedenfalls das, was man hört, als eben das Maskentragen. So, jetzt kommt hier das Oberverwaltungsgericht in Magdeburg, also Sachsen-Anhalt, genau da, wo ich gerade bin. Und die sagen Folgendes. Das Oberverwaltungsgericht, ich muss hier ein bisschen wackeln, weil ich es halt in der Hand halte, das Telefon. Ich hoffe, das geht halbwegs. So, das Oberverwaltungsgericht hat ausgeführt, dass die Regelung über die Abweichung vom Mindestabstand nicht die staatliche Pflicht zum Schutz der Gesundheit der betroffenen Lehrer und Schüler verletze. Hört, hört. Also ist ja das, was ich immer sage, ne? Bei Demonstrationen müssen Masken getragen werden, weil der Schutz von Gesundheit und Leben so hochrangig ist. So, in der Schule muss man das jetzt nicht mehr machen. So, und jetzt kommt die interessante Argumentation. Eine konkrete Gefährdung von Schülern und Lehrkräften bei Unterschreitung des Mindestabstands von 1,50 Meter sei bislang wissenschaftlich nicht eindeutig erwiesen. So, es ist also nicht eindeutig erwiesen, dass eine konkrete Gefährdung von Schülern und Lehrkräften dann besteht, wenn der Mindestabstand von 1,50 Meter unterschritten würde. Warum?
warum ist dann der Mindestabstand in Supermärkten, im Einzelhandel, in Bus und Bahnen und so weiter erforderlich. Wenn es doch nicht eindeutig erwiesen ist, diejenigen, die mir länger zuhören, die kennen vielleicht die Entscheidung, die es damals vom Verfassungsgerichtshof in Berlin gab, wo es dieses Sondervotum gab, wo die Richter ja deutlich gesagt haben, der Staat ist in der Beweislast, Darlegungs- und Beweislast dafür, wenn er Eingriffe macht. Das heißt, wenn nicht erwiesen ist, dass eine Gefährdungslage ist oder wenn nicht erwiesen ist, dass der Eingriff etwas bringt, dann darf der Eingriff aus verfassungsrechtlicher Sicht nicht gemacht werden. Das ist auch das, was wir gelernt haben. Das ist das, was euch jeder Jurist so erzählen wird. Das heißt, ein Eingriff muss eine gewisse Prognose für eine Gefährdungswahrscheinlichkeit oder eine Erfolgswahrscheinlichkeit geben. So, also sagt hier das Oberverwaltungsgericht in Magdeburg, eine konkrete Gefährdung von Schülern und Lehrkräften bei Unterschreitung des Mindestabstands von 1,50 Meter sei bislang wissenschaftlich nicht eindeutig erwiesen. Das heißt, den Mindestabstand müssen wir also nicht mehr einhalten, weil ja dadurch eine Übertragung gar nicht eindeutig erwiesen ist. Jetzt geht's weiter. Auch die jüngsten Infektionsfälle in der Landeshauptstadt Magdeburg, die zu Schließungen mehrerer allgemeinbildender Schulen geführt hätten, begründeten keine landesweite Pflicht zur Einhaltung der Abstandsregeln. Die Fälle hätten gezeigt, dass die zuständige Infektionsschutzbehörde den für Schüler und Lehrkräfte bestehenden Gefahren zügig durch Maßnahmen vor Ort begegne. Die staatliche Schutzpflicht sei zudem durch das Recht der Kinder auf Bildung und den Schutz von Familien beschränkt. Okay, das heißt also, das Recht auf Gesundheit und Leben ist offensichtlich beschränkt durch das Recht der Kinder auf Bildung und den Schutz der Familien. Offensichtlich ist also das Recht der Kinder auf Bildung und der Schutz von Familien nicht per se weniger wert oder weniger stark als das Recht auf Gesundheit und Leben. Wurde uns bisher ja anders erklärt, wurde uns bisher in den Verfahren, die wir hatten, immer dann, wenn es um Demonstrationen oder andere Dinge ging, anders erklärt. So, das heißt also, wir haben einen Gleichrang dieser Rechte. Ist doch erstmal auffällig, haben wir bisher nicht gehabt. So, und jetzt die fortdauernde Beschulung und Betreuung zu Hause hindere Eltern zudem, ihrer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Hört, hört, die Erwerbstätigkeit ist auf einmal auch sehr wichtig. Und deswegen sagen sie jetzt, ein Gesundheitsschutz für Lehrkräfte und Schüler, der die Infektionsgefahr vollständig ausschließe, sei nicht zu verlangen. So, das heißt also, in einem geschlossenen Raum der Schule, wo Lehrer und Schüler lange Zeit, mindestens den ganzen Vormittag, sogar noch normalerweise darüber hinaus, zusammen sind. Dort ist ein Mindestabstand nicht einzuhalten und es bestehe keine Gefahr, jedenfalls keine so große Gefahr für eine Infektion, dass Leib und Leben so stark gefährdet ist, dass der Staat eingreifen müsse, sagt uns tatsächlich ein Gericht und sagt dann noch, dass ein vollständiger Ausschluss der Infektionsgefahr nicht gegeben sei oder nicht erforderlich sei und deswegen eben diese Mindestabstände nicht eingehalten werden müssen. Wenn wir das lesen, wenn ich das als Jurist lese, dann kann man eigentlich nur sagen, liebe Gerichte, liebe Verordnungsgeber, hört auf mit dem Mist. Setzt sofort alles aus, setzt die Maskenpflicht aus, setzt den Mindestabstand aus, weil offensichtlich haben sie es ja erkannt. Und das ist eben das ganz Schlimme. Das ist natürlich eine psychologische Situation. Ein Gericht, das so entscheidet, hat sicher erkannt, dass eine Infektionsgefahr nicht gegeben ist. Es hat es sicher erkannt, weil sonst würde das Gericht nicht so argumentieren. Weil die Gerichte haben bisher ja aus der Angst vor der Infektionsgefahr, ihr wisst, ne, Robert-Koch-Institut, die Gefährdungslage ist hoch. Bei besonders gefährdeten Personen sehr hoch, ist bisher immer die Argumentation gewesen. Und jetzt auf einmal kommt die Argumentation, ach, so schlimm ist das alles doch nicht. Das heißt, wir können eigentlich unter Berufung auf dieses Urteil, was nur das Oberverwaltungsgericht in Sachsen-Anhalt ist, sagen, dass die Richter offensichtlich erkannt haben, dass die Infektionsgefahr gar nicht so hoch ist. Das ist übrigens auch das, was wir dann nutzen können für die Verfassungsbeschwerden und möglicherweise für die Wege vom Europäischen Gerichtshof. Das ist also für uns ein relativ gutes Urteil, weil die Gerichte jetzt hier offensichtlich
deutlich sagen, dass eine Gefahr nicht gegeben ist. Und wenn man mal hier abwägt, sieht man zum einen nicht, es gibt nicht mal einen eindeutigen wissenschaftlichen Nachweis, der sagt, der Mindestabstand ist erforderlich und der nicht, der auch sagt, dass nicht ersichtlich ist, dass dieser Mindestabstand im Ergebnis etwas bringt. Das ist erstmal, wie gesagt, relativ spannend. Und dieses Urteil finde ich sehr wichtig. Das werde ich auf jeden Fall auch nochmal einbringen bei den Juristen, den anderen Juristen, dass wir sagen, dieses Urteil müssen wir mal genau durcharbeiten. Das hier war jetzt nur die Pressemitteilung, die ich zitiert habe. Aber da müssen wir mal reingucken, weil offensichtlich damit klar ist, dass den Richtern mittlerweile auch dämmert, dass es eine Infektionsgefahr quasi nicht gibt. So, ich kann das Urteil hier einstellen oder die, zumindest den Link zu dem Urteil, dass man das nachlesen kann. Jetzt kommt ein anderes Urteil, das ist vom Oberverwaltungsgericht in Münster. Das hat entschieden, dass die Kontaktpersonennachverfolgung im Bereich der Gastronomie, des Friseurhandwerks und des Fitnessstudios voraussichtlich rechtmäßig ist. Auch in einem Eilverfahren wieder hat ein Rechtsanwalt geklagt und hat gesagt, es ist doch nicht rechtmäßig, dass hier meine Daten erfasst werden. Das verstößt auch gegen Datenschutzregelungen und so weiter. Da hat wiederum, jetzt kommt es andersrum, ne? Jetzt argumentiert das Oberverwaltungsgericht in Münster, also in Nordrhein-Westfalen, argumentiert genau andersrum. Das sagt, mit der vorsorglichen Erhebung der Kundendaten solle sichergestellt werden, dass bei Nachweis einer Neuinfektion die Kontaktpersonen des Betroffenen leichter durch die Gesundheitsämter identifiziert werden können. Und so weiter und so fort. Dass durch die Regelung in erster Linie betroffene Recht auf informationelle Selbstbestimmung trete gegenüber dem Schutz von Leben und Gesundheit vorübergehend zurück. So, hier sind wir jetzt wieder. Hier sind wir jetzt wieder bei dem Schutz von Leben und Gesundheit, das ist jetzt wieder hoch. Informationelle Selbstbestimmung ist nicht so wichtig. Das heißt also, das Bildungsrecht von Kindern, das Familienrecht, das Recht der Familie, das Erwerbsrecht der Eltern ist jedenfalls dann, wenn es um die Schule geht, weil, und das müsst ihr immer mal sehen, das ist ja letztlich keine juristische Frage, sondern es ist eine Machtfrage. Weil der Verordnungsgeber in Sachsen-Anhalt gesagt hat, die Mindestabstände müssen nicht eingehalten werden, argumentiert das Gericht in Sachsen-Anhalt, weil der argumentiert letztendlich, ja, wenn der Verordnungsgeber das sagt, dann ist das auch so. Dann tritt das Recht auf Gesundheit und Leben zurück. Da muss man mal sagen, wenn tatsächlich eine ernsthafte Krankheit ausbricht, wird uns offensichtlich dieses Gericht nicht schützen, weil das Gericht sagt, der Verordnungsgeber darf das und wenn der Verordnungsgeber das macht, ist das auch alles in Ordnung. So, jetzt gehen wir nach Nordrhein-Westfalen. In Nordrhein-Westfalen sagt der Verordnungsgeber, ich will immer noch diese Daten erfassen. Da sagt einer, Moment, wie sieht es denn hier eigentlich aus? Es gibt kaum noch Infektionen. Es ist alles nicht erforderlich. Ich habe mein Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Das ist ein wichtiges Recht, auch ein wichtiges Grundrecht. Und da sagen sie, nein, nein, Schutz von Leben und Gesundheit ist auf jeden Fall Mehrwert und ist, überwiegt das und da prüfen wir gar nicht. Und dann kommt der Witz überhaupt, und das finde ich ganz furchtbar, dann sagen sie, dabei sei unter anderem zu berücksichtigen, dass weder der Besuch einer gastronomischen Einrichtung noch das Aufsuchen eines Fitnessstudios oder der Besuch eines Friseursalons der Deckung elementarer Grundbedürfnisse diene und zudem Alternativen zur Verfügung stünden. Das heißt, dann geh doch nicht in einen Gastrobetrieb, dann geh doch nicht zum Friseur und dann geh doch auch nicht in ein Fitnessstudio. Wenn du deine Daten nicht hergeben willst, ja, dann mach doch das alles nicht. Und das ist übrigens der Hinweis für mich darauf, was ja jetzt so zwischen den Zeilen auch zu lesen ist, dass nämlich diese Corona-App letztlich wahrscheinlich genau dazu genutzt wird, zu sagen, entweder du nutzt diese Corona-App, oder wenn du die Corona-App nicht nutzt, dann gehst du halt nicht mehr in eine gastronomische Einrichtung, in ein Fitnessstudio, in einen Friseursalon, in ein Flugzeug und so weiter, weil wer nichts zu verbergen hat, kann das doch machen. Und das dient doch dem Schutz von uns allem und deswegen ist es erforderlich. Und das ist genau also dieser juristische Hinweis. Das heißt also, wenn irgendwann die Corona-App verpflichtend wird, beziehungsweise umgekehrt, wenn man die Corona-App nicht nutzt, nicht nutzen will, dann eben nicht in eine Gastronomie darf, in ein Einkaufsgeschäft, in ein Flugzeug, in ein Fußballstadion, in ein Eishockeystadion und so weiter und so fort, dann werden die Gerichte sagen, jawohl, das ist rechtmäßig. So, dann die nächste Entscheidung.
Die Entscheidung gibt es noch nicht, aber es ist ein Gastwirt aus Niedersachsen zum Landgericht gegangen und hat vor dem Landgericht Schadensersatz eingeklagt. Er hat gesagt, weil mein Geschäft geschlossen wurde und ich mein Geschäft nicht öffnen durfte, obwohl ja weder ich infiziert war, noch in meinem Geschäft eine Infektion war, in meiner Gaststätte, habe ich Anspruch auf Schadenersatz. Da sagt das Landgericht in Hannover, ist das, glaube ich, das, was wir auch erwarten konnten, was relativ tricky ist. Das Landgericht sagt, ja, dem Gesetzgeber wäre ja klar gewesen, was er dort tut. Und er hat bewusst im Infektionsschutzgesetz, was er ja mehrfach geändert hat, keinen Schadensersatzanspruch für Gaststätten eingetragen. Und damit hat er sich bewusst gegen einen Schadensersatz entschieden. Und deswegen sind auch andere Rechte, wie zum Beispiel das allgemeine preußische Landrecht, was einen Sonderopferanspruch, einen Aufopferungsanspruch gewährt, oder die Nichtstörerhaftung und so weiter, nicht anwendbar, weil der Gesetzgeber hier bewusst auf diesen Schadensersatzanspruch verzichtet hat. Es war anzunehmen, dass genau das passiert. Ist ja auch klar, wenn sich hier jemand mit diesem Schadensersatzanspruch durchsetzt, dass das sehr, sehr teuer wird. Die Frage wird aber sein, wie wird sich das Ganze hier dann in den nächsten Instanzen geben. Wir werden das beobachten. Die DEHOGA hat auch schon gesagt, dass sie eine Musterklage dazu vorbereiten will. Wir werden uns also das alles genauer angucken. Das ist jetzt ein erstes Musterverfahren. Es war davon auszugehen, dass genau dieses Musterverfahren, dass es in diese Richtung gehen wird. Ob das am Ende so halten wird vor dem Oberlandesgericht, beziehungsweise es wird zum Bundesgerichtshof gehen, möglicherweise zum Bundesverfassungsgericht, wahrscheinlich dann auch zu den europäischen Gerichten, werden wir sehen. Aber auch da wird eben völlig klar gesagt, Schadensersatz wird es nicht geben. Das ist ja auch logisch, weil wenn es Schadensersatz geben würde, auch hier entscheiden die Gerichte natürlich politisch und nicht juristisch. Man könnte also genauso gut sagen, dass die Regelungen nicht getroffen wurden, weil es ja die Nichtstörerhaftung gibt. Oder man könnte auch analog bestimmte Schadensersatz- bzw. Aufwendungsersatzansprüche, Schadensersatzansprüche sind es in diesem Fall, oder Sonderopferansprüche anwenden. Das wird natürlich nicht gemacht, weil es teuer ist. Weil es teuer sein wird. Deswegen ist erstmal hier damit zu rechnen, dass ein Landgericht hier keine andere Entscheidung trifft, ist klar. Ich erwarte allerdings auch keine großartige andere Entscheidung bei den anderen Gerichten, möglicherweise dann auf europäischer Ebene. Aber wir werden es beobachten. Wir werden sicherlich auch mit den Anwälten, mit dem Anwaltsverein, den wir jetzt gründen, entsprechende Klagen vorbereiten und den Gastwirten, Kioskbetreibern, Nagelstudios, Sonnenstudios und so weiter es ermöglichen, relativ einfach und kostengünstig solche Klagen zu machen, damit wir die auch im Zweifel in Masse machen können, damit wir auch dann entsprechend argumentieren können vor den Gerichten. So, was ich dann noch gefunden habe im Netz, ist auch ganz interessant. Sachsen legt jetzt einen Vier-Stufen-Plan vor. Ich weiß nicht, wer davon gehört hat. Also in Sachsen soll es bei lokalen Ausbrüchen folgendermaßen sein. Ein Corona-Test wird in Sachsen für bestimmte Berufs- und Bevölkerungsgruppen verpflichtend. Unter 20 Infektionen als Phase 0 werden keine Maßnahmen ergriffen. Das heißt also, gibt es unter 20 Infektionen auf 100.000 Einwohner, passiert nichts. Wobei ich mich da auch immer wieder frage, wie viele Tests machen Sie, welche Tests machen Sie, kann ich noch nicht nachvollziehen. Ab einer Zahl von 20 Neuinfektionen innerhalb von 7 Tagen pro 100.000 Einwohner soll ein Vorwarnsystem ausgelöst werden. Was mir auch nicht klar ist, ist, wer sind eigentlich die Berufs- und Bevölkerungsgruppen, bei denen getestet werden soll. Ab 35 neuen Fällen auf 100.000 Einwohner in 7 Tagen greifen erste Einschränkungen. Das können zum Beispiel Beschränkungen wie die Absage von Veranstaltungen oder die Sperrung von Plätzen sein. Zugleich wird der Kreis der Personen erweitert, die auf das Coronavirus getestet werden können. Weiß ich auch nicht, was das alles bedeutet. Bei einem Inzidenzwert von 50 neuen Fällen ist der absolute Ernstfall erreicht. Und dann wird es wieder eine Einschränkung der Bewegungsfreiheit und Kontaktverbote oder Einschränkungen des öffentlichen Lebens geben. Das ist schon relativ heftig, weil das haben wir ja in vielen Bereichen, wobei auch immer gesagt wird, 50 Fälle, sagt zum Beispiel das ECDC, ist nicht viel. Also 50 Fälle sehen die eher als gering an. Bei uns soll jetzt aber schon bei 50 Fällen dann wieder Einschränkung der Bewegungsfreiheit, also nicht nur Nachverfolgung oder sonst etwas, weil bisher, wenn man sich das mal anguckt, war es ja immer, wir sollten es auf diese 50 Fälle pro 100.000 bringen, damit man dann eben die Einzelmaßnahmen ergreifen kann. Jetzt sind 50
Fälle bei 100.000 schon dazu geeignet, wieder allgemeine Einschränkungsmaßnahmen zu machen. Also was da geplant ist, was das soll, verstehe ich nicht. Es wird auf jeden Fall schlimmer, ne? Also diese Zahl, das muss man mal sehen, ist relativ gering. Und bisher hieß es immer, ab dieser Zahl, also wenn ihr das mal bedenkt, es war ja diese Konferenz wieder bei der Bundeskanzlerin, der Ministerpräsident, und damals wurde ja dann diese ominöse Zahl von 50 Fällen auf 100.000 Erkrankungen innerhalb von auf 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen eingeführt. Und da wurde ja das damit begründet, dass tatsächlich bei dieser Zahl grundsätzlich lokale Maßnahmen durch die Gesundheitsämter durchgeführt werden können. Und jetzt auf einmal heißt es, wenn wir 50 neue Fälle haben, dann ist sofort wieder ein Lockdown in Sachsen drin. Also das ist relativ heftig, und auf 50 Fälle kommt man relativ schnell, muss man ja nur in irgendeinen Fleischzerlegebetrieb gehen oder muss einfach die Testzahlen hochmachen, zumal wir ja bisher noch gar kein Coronavirus kennen. Wir kennen ja bisher nur Sequenzen. Also ich habe das jetzt mal gelesen. Wie gesagt, ich bin kein Arzt und kein Virologe, aber getestet wird quasi, also wir testen mehr oder weniger eine Sequenz, und wenn wir eine Sequenz feststellen, sagen wir, jawohl, es gibt diesen Coronavirus oder dieses Coronavirus. Und das wurde so verglichen, wenn man man prüft quasi, ob man einen Autospiegel sieht in einer Garage, und wenn ein Autospiegel da ist, dann sagt man, wo ein Autospiegel ist, ist auch ein ganzes Auto. Und das ist im Prinzip das, wie getestet wird. Also wir können mit diesem Test, der nicht validiert ist, der nicht belegt ist, der nicht nach den Kochschen Postulaten funktioniert, also mit einem Test, der wirklich massiv kritikabel ist, auf einmal Bewegungsfreiheit einschränken und Kontaktverbote oder Einschränkung des öffentlichen Lebens anordnen. Andererseits sagen wir aber in Magdeburg, ne, ja, aber der Schulunterricht, da kann auch ohne Mindestabstand, ohne alles stattfinden. Ne? Also ich habe das hier gelesen, schreibt mir gerade einer, dass ich mal diesen Bericht lesen soll über die italienischen Ärzte, werde ich machen, finde ich total spannend, gucke ich mir an. So viel also dazu, das heißt also Sachsen möchte offensichtlich da Bayern in nichts nachstehen. So, Bayern ordnet ja jetzt die Massentests an. So, Massentests heißt, es kann jeder freiwillig getestet werden. Es kann jeder freiwillig getestet werden, heißt ja am Ende, es wird jeder freiwillig getestet und es werden Zwangstests kommen. Hier war auch vorhin eine Frage zu den Zwangstests. Also kann ich als Lehrer oder Schüler in der Schule verpflichtet werden, dass ich getestet werde, wenn ich in die Schule komme, ohne dass ich möglicherweise Symptome habe oder ähnliches ab nächstem Schuljahr. Bis vor kurzem hätte ich gesagt, kann ich mir nicht vorstellen. Mittlerweile würde ich sagen, wie ich die Gerichte sehe, die immer wieder sagen, es gibt ja einen Einschätzungsspielraum des Verordnungsgebers. Wenn der Verordnungsgeber das machen würde, dann würde immer gesagt werden, na mein Gott, so ein Test ist doch nichts Schlimmes und mach doch so einen Test. Wirst du auch dazu verpflichtet. Schwierig wird es sicherlich für Lehrer. Wenn ein Lehrer sich weigert, kann er natürlich arbeitsrechtliche und berufsrechtliche Konsequenzen fürchten. Aus Sicht der Schüler würde ich sagen, das, was passieren kann, ist, dass man dann ja möglicherweise eben nicht zur Schule gehen kann, dass man nicht am Präsenzunterricht teilnehmen kann. Die Verfahren würde ich auf jeden Fall führen, und da würde ich auch mal dagegen vorgehen. Also da würde ich mich als Schüler erstmal weigern und auch erstmal diese Verfahren durchführen. Das heißt also Widerspruch einlegen, gegebenenfalls eben Klage einlegen. Also Widerspruch ist in Bayern ja, glaube ich, nicht möglich, sondern da macht man es gleich mit einer Klage. Aber ich würde es eben nicht machen. Ich würde das als Lehrer natürlich auch machen. Ich befürchte aber, dass die Gerichte hier zugunsten der Tests entscheiden werden, so wie ich das gerade sehe. Und mit der Erhöhung der Tests kann man natürlich auch eben, weil es nur eben um die Sequenzen geht, auch die vermeintlichen Fallzahlen erhöhen. Was dann wieder das Ding ist, es ist natürlich auch für mich relativ schwierig. Die Bayern sagen, sie wollen diese Massentests machen. Sie können aber nur 20.000 Tests pro Tag machen. Das heißt, bei 13 Millionen Einwohnern in Bayern würde das Ganze, wenn man es jeden Tag macht, 433 Tage dauern. Wenn man es nur an den Wochentagen macht, würde es eben 1,5 Jahre dauern oder mehr. Und das heißt, man kann im Prinzip die Zahl der Infizierten, weil man durch diese Tests ja alleine die Fehlertoleranz der Tests schafft, pro Tag ausreichend Fälle, dass man die Welle, was ja der Professor Streeck jetzt auch quasi gesagt hat bei der Bild-Zeitung, es gibt keine zweite Welle, weil wir in einer Dauerwelle sind. Diese Dauerwelle kann alleine durch die falsch positiven
Tests oder nur die Fehlertoleranz. Selbst wenn wir sagen, dieser Test von Drosten, dieser PCR-Test würde super funktionieren. Es gibt keine Fehler außer der Fehlertoleranz. Dann würde selbst diese Fehlertoleranz dafür sorgen, dass man immer weiter noch dieses Coronavirus hat und immer weiter die Maßnahmen damit tragen kann. Und das wären 433 Tage. Das heißt, die Idee dieser Tests, dass man nämlich das dauerhaft weitermacht, bedeutet, dass man eben so lange die Situation aufrechterhalten kann, bis man dann möglicherweise einen Impfstoff hat oder ähnliches. Interessant ist, was Berlins regierender Bürgermeister dazu gesagt hat. Das ist nämlich etwas, was wir ja die ganze Zeit erfahren haben. Nämlich Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller sagte am Montag, wenn ein Bundesland so anfange, wie Bayern und viele andere schon eine Teststrategie haben, dann wird das eine Welle. Und ich glaube, wir werden auch sehr bald diesen bayerischen Weg einschlagen. Das ist genau das, was die ganze Zeit passiert ist. Einer macht irgendwas und die anderen folgen dem. Und genau das passiert jetzt mit Bayern. Bayern fängt an mit den Tests und dann werden die anderen nachziehen, zumal es ja auch was bringt. Ne? Also aus politischer Sicht habe ich jetzt dann über noch mindestens anderthalb Jahre immer meine Infektionszahlen, die ich brauche, um die Maßnahmen, die wir haben, aufrechtzuerhalten. Völlig egal, ob es Erkrankungen gibt, völlig egal, ob die Intensivstationen ausgelastet sind, völlig egal, irgendwas damit passiert, ob es Todesfälle damit gibt oder sonst was. Und ich habe einfach meine Infektionszahlen und kann diese Infektionszahlen lange hinauszögern, um damit, wie die Gerichte, also das haben Sie ja jetzt gelernt, die Gerichte sagen ja grundsätzlich, der Einschätzungsspielraum ist da, die dürfen einschätzen, die dürfen machen, was sie wollen und da gehen wir gerade hin. Wir können natürlich als Juristen versuchen, eben in diese in die verfassungsgerichtlichen Beschwerden gehen, das werden wir auch machen, wir werden auch für den Europäischen Gerichtshof gehen. Es wird dauern, aber das scheint mir jetzt die Tendenz zu sein, wo es hingeht. Deswegen immer wieder mein Aufruf, was ich sage, geht demonstrieren, sprecht mit anderen Leuten. Es gibt auch mittlerweile sehr, sehr gute Flugzettel. Ich werde, glaube ich, einen dieser Flyer hier auch unter dieses Video packen, den man einfach mal mit sich rumtragen kann und verteilen kann, wo auch gerade über die Kollateralschäden relativ viel geschrieben ist. Wir müssen uns hier mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, wehren, weil, wie gesagt, was für mich eben erschreckend ist, ist, dass die Gerichte die Fehlargumentation erkannt haben, sie auch teilweise nutzen, aber überhaupt nicht auf die Argumentation eingehen, um das Ganze zu beenden. Das heißt also, die Gerichte werden an dieser Stelle nicht die allgemeinen Verordnungen oder die allgemeinen Maßnahmen einschränken. Das werden wir nur politisch erreichen, was ich schon mehrfach gesagt habe. Wir bereiten jetzt als Anwälte Verfahren vor, die ihr dann nutzen könnt. Das werde ich auch noch mal genauer erklären. Wir sind gerade dabei. Das dauert noch ein bisschen, bis wir das so konkret fertig haben, damit wir so viele Verfahren wie möglich machen können. Genau, was hier auch steht, dass man sich gegen die Tests wehrt, dass man dagegen in Widerspruch geht, dass man dagegen in Klagen geht. Und wir sammeln jetzt gerade die Anwälte ein. Also wie gesagt, es ist ein Tag vorverlegt worden. Am 12. Juli findet jetzt auch schon die Gründung dieses neuen Anwaltsvereins statt. Den Namen will ich bewusst nicht erwähnen, damit da nicht andere jetzt draufhüpfen. Wir werden eben viele Sachen vorbereiten und versuchen, das so günstig und so einfach wie möglich zu machen, dass viele Menschen dort entsprechende rechtliche Verfahren machen können, auch nur um über die rechtlichen Verfahren gegebenenfalls eben Druck auszuüben und zu zeigen, so geht es nicht weiter, damit man auch möglicherweise über die Verfahren sieht, wie viele Menschen sich mittlerweile wehren, wie viele Menschen mittlerweile kritisch sind und dadurch eben auch eine deutliche Veränderung herbeizuführen. Die Sabine sagt, das hat mit Rechtsstaat nichts mehr zu tun. Ich denke doch, es hat was mit Rechtsstaat zu tun, weil es genau auf diese Art und Weise läuft. Das heißt also, die Gerichte arbeiten natürlich politisch und die Gerichte folgen im Wesentlichen der Entscheidung der Politiker, außer es ist nun ganz offensichtlich
ein offensichtliches Fehlverhalten. Das ist erstmal der übliche Weg. Also wir hatten eben zum Beispiel diese Geschichte ja damals, als Homosexualität noch unter Strafe gestellt war, in den 50er Jahren. Da gab es dann auch Gutachten, die mehr oder weniger ja gesagt haben, dass Homosexualität eben nicht krankheitsgefährdend ist, nicht besonders schlimm ist und so weiter. Und dennoch hat der deutsche Staat es unter Strafe gestellt. Es hat sich dann eben ein mutiger Koch dann dagegen gewehrt und hat gesagt, ich will trotzdem mit meinem Partner zusammenleben und will das offen ausleben. Dann hat das Bundesverfassungsgericht sogar noch gesagt, dass eben es gerechtfertigt sei, dass Homosexualität unter Strafe gestellt ist. Aber durch den Druck, den dieses Verfahren ausgelöst hat, ist es dann kurze Zeit später aufgehoben worden, die Strafbarkeit wegen Homosexualität. Und das ist hier im Prinzip genau das Gleiche. Also wir wissen im Prinzip, dass den Gerichten klar ist, dass das, was hier passiert, rechtlich nicht tragbar ist. Sie machen es aber dennoch mit eben der Begründung, der Verordnungsgeber dürfe das einschätzen. Und das heißt, wir müssen einfach Druck machen. Und der Druck ist eben auch da die Masse. Wenn natürlich nur 3, 4, 5 Leute klagen oder 3, 4, 5 Leute sich wehren, ist das nicht so auffällig, dass der Staat oder dass der Verordnungsgeber oder die Gerichte sich da verändern. Wenn es aber viele Menschen machen und viele Menschen Druck machen und sagen, das passt doch hier alles nicht, dann ist irgendwann der Druck von unten so hoch, dass wir tatsächlich auch die Veränderung haben. Und das ist das, was wir erwirken müssen, dass wir eben zum Beispiel eben auch erwirken müssen, die Zahlen vom RKI genau zu sehen, die Zahlen vom RKI konkret zu überprüfen und zu sagen, wo sind hier Fehler. Und dann natürlich auch, was gerade passiert, der Spur des Geldes nachzufolgen. Also zu fragen, welchen Nutzen haben möglicherweise diejenigen, auch Wissenschaftler, die hier an vorderster Front daran beteiligt sind, diese Maßnahmen aufrechtzuerhalten, obwohl wir doch im Prinzip keine Zahlen mehr dafür haben. Wir sind viele, wir machen an vielen verschiedenen Stellen was. Auch hier wurde jetzt gerade gesagt, es sind ja keine 500, die zuschauen. Insgesamt sind es aber mehrere, also erheblich mehr als 10.000, die sich das Video insgesamt angucken, die das auch verteilen, die das verbreiten. Das passiert auch bei anderen Sachen. Das passiert bei den Videos von Bodo Schiffmann. Das passiert bei ganz, ganz vielen. Und wie gesagt, wir werden mal gucken, wie viel wir nach Berlin mobilisieren können. Ich denke, das wird relativ gut. Und da werden wir dann auch klar machen, wie laut wir sind, wie viele wir sind und wie wir hier zeigen, so wird es mit uns nicht weitergehen. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Ich gucke mir nochmal diese Geschichte da mit italienischen Ärzten an. Das interessiert mich. Ich gucke auch immer mal wieder auf die Seite von Dr. Wodak. Das ist auch sehr spannend. Die Nadine fragt immer zu einer Sammelklage. Es gibt, glaube ich, in dem Sinne keine Sammelklage. Die könnte es geben in Bezug auf Schadensersatz möglicherweise, den Grundsatz für den Schadensersatz oder den Grund für den Schadensersatz feststellen lassen wollen. Aber im Zweifel sind das alles Einzelverfahren und wir werden eben Einzelverfahren machen. Genau, jetzt sagt hier der Guido noch etwas zur Schweinegrippe, hatte ich vorhin gesagt, dass ich was dazu sagen will. Wenn ich das jetzt hier sehe, diesen 4-Stufen-Plan in Sachsen und auch die Massentests in Bayern, ist ja jetzt alles in die Richtung ja eingerichtet, dass wir im Prinzip mit jeder Krankheit oder mit fast jeder Krankheit, Infektionskrankheit, die wir haben, diese Zahlen erreichen können. Das heißt also, jetzt kommt eben als nächstes schon wieder angekündigt, in China gibt es eine neue Art der Schweinegrippe. Diese Schweinegrippe ist ja ganz gefährlich und die gefährdet dort viele Menschen. Und damit sind wir jetzt in dieser Situation. Das heißt, die Blaupause mit den Maßnahmen, mit den Einschränkungen und so weiter, die ist gemacht, die ist da. Und wir müssen jederzeit damit rechnen, dass jetzt solche Maßnahmen immer wieder passieren. Die Frage ist natürlich, wie lange ist das wirtschaftlich durchhaltbar? Das heißt also, wird beim nächsten Mal, wenn tatsächlich möglicherweise auch tatsächlich eine ernsthaft schlimme Welle kommt, können dann solche Maßnahmen nochmal gemacht werden und zwar bundesweit oder wird die Wirtschaft nicht dann so vor die Wand gefahren, dass es gar nicht mehr gibt, weil wenn es sich wirtschaftlich nicht mehr trägt, funktioniert natürlich auch ein Staatswesen nicht mehr. Das heißt also, auch da muss entsprechend drauf geachtet werden. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen guten Abend und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, ciao.